So, hallo und grüß Gott, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserem Backkurs, zu unserem Lumara Backkurs. Und ich möchte Ihnen heute einfach eine Naked Cake Torte vorstellen. Und wir haben hier zwei Ringe, das ist das Naked Cake Ringset und es kommt demnächst im Sonderangebot. Und ich möchte Ihnen hier die Torte zeigen. Wir gehen einfach her, wir haben jetzt hier Rührteig mit Ananassaft und Kokosflocken einfach aufgeschlagen. Und mit unserem Rührkuchenfein natürlich. Und wir schneiden jetzt die Torte durch und füllen sie und garnieren sie und verzieren sie aus. Wir schneiden jetzt mit unserem Tortenmesser den Boden durch, setzen hier einfach an, drehen und schneiden natürlich mit Hilfe unserer Drehplatte. Wir setzen jetzt unseren 24er Ring um den Boden. Und ich habe jetzt hier Ananas, Joghurt, Kokosmasse angerührt mit unserem Kuchenzauber. Und jetzt verstreichen wir das Ganze jetzt einfach in unseren Ring mit Hilfe unserer Winkelpalette. Mit diesen Profi-Werkzeugen können Sie einfach wunderbar arbeiten. Und es ist einfach sehr, sehr schön und geht sehr, sehr schnell vor allen Dingen. Wir nehmen unseren letzten Boden, lassen das Ganze einfach reinrutschen, mit Hilfe unseres Tortenreiters natürlich. Und jetzt gehen wir einfach her und verstreichen es hier oben noch mit der Winkelpalette. Und dann sind wir schon fertig. So, unsere Torte wäre jetzt gefüllt. Wir nehmen einfach unseren Ring jetzt ab, ziehen das Ganze einfach hoch. Wir setzen jetzt unsere Spachtel an und gehen einfach noch etwas rum und fertig ist unser Naked Cake. Wir gehen jetzt einfach her, nehmen in unseren Minispritzbeutel, füllen es mit Chocabella und Schokoladenfondue. Einfach das Ganze in unserem Schokobrunnen erwärmen und dann einfach von oben nach unten fallen lassen. Ja? Die Naht immer nach oben heben, das ist sehr, sehr wichtig. Und so spritzen Sie das einfach jetzt ringsrum einfach laufen lassen. Wir nehmen unsere Torte und legen sie mit Hilfe unserer großen Palette einfach in die Mitte. Wunderbar! So, jetzt wäre unsere Torte ausgarniert und verziert. Wir haben alles zum Verzieren genommen, was wir im Garten gefunden haben. Salbei und natürlich Blaubeeren. Und Brombeeren, was jetzt natürlich auch gibt, und unseren Lavendel. Wenn Sie die Torte transportieren möchten oder einfach mit Sahne machen, wir haben sie jetzt mit Rührteig gemacht, damit sie sehr schön stabil bleibt, dann gibt es hier Stäbchen, wo Sie dann einfach 4 Stäbchen in die Torte stecken, in das Oberteil stecken und dann drauf geben. Und mit einem Kartonage nochmal dazwischen. Die Simone zeigt jetzt Ihnen, wie man diese Rosen mit Buttercreme spritzt. So, hallo. Heute spritzen wir unsere Rosen mal aus Buttercreme. Und zwar machen wir da einen kleinen Tupfen drauf auf unseren Nagel, legen die Oblatte drauf, spritzen dann einen kleinen Kegel und dann je nach Rose kann man eine geschlossene und eine offene und eine große und kleine spritzen. Und ich halte jetzt ein bisschen nach innen diese Tülle. Und dann wird es ein bisschen geschlossen. So. Dann kann man noch eine große spritzen oder kleine. Eine machen wir noch. Wieder ein Tupfen. Das ist ganz wichtig, dass die Oblatte schön fest ist und nicht verrutscht. Und dann wieder diesen Kegel und einfach schön außenrum. Und das kann man auf jedes Gebäck oder Torte. Das sieht immer schön aus. Machen wir nur schöne große und fertig. Darf ich mich bei meinem wunderbaren Team bedanken, die mich heute begleitet und geholfen haben. Vielen herzlichen Dank, ihr habt es toll gemacht. Dankeschön, tschüss, ade und auf Wiedersehen. Danke, tschüss. Danke, tschüss.